Hi, heute mit einem ganz besonderen Video, für das ich ziemlich brenne. Und zwar geht es darum, wie du in 4 einfachen Schritten deine Allergien ausheilen kannst. Das Ganze funktioniert tatsächlich, an mir hat es auch geklappt. Starten wir also. Bevor ich in die 4 Schritte gehe, möchte ich nochmal sagen, wie dankbar ich bin, dass ich jetzt hier stehen kann, das Video mache, weil ich damals auch ziemlich an Allergien gelitten habe und jetzt hiermit einen Beitrag leisten kann und was zurückgebe. Starten wir also. Erster Schritt ist, du schreibst dir auf einen Zettel eine Sache, wofür du wirklich, wirklich dankbar bist, sodass du dich mit der Dankbarkeit identifizieren kannst. Das wird dir dann einfacher fallen, die 3 weiteren Schritte durchzuführen. Zweiter Schritt. Du führst die Wim Hof Methode durch. Dazu später nochmal mehr. Jetzt ist einfach wichtig, du machst dich vorher wach, also du bist bewusst, dass du jetzt in eine kraftvolle Übung startest. Als nächstes kannst du dich auf den Boden legen und beginnst damit 30 Mal ein- und auszuatmen. Das Ganze sehr kraftvoll und bis in die Lunge, bis tief rein, dass du deinen Körper komplett vollpumpst mit Sauerstoff. Nach dem 30. Mal ausatmen, atmest du vollständig aus. Als nächstes konzentrierst du dich auf jedes Gefühl, was gerade in dem Moment in dir aufsteigt. Du wirst dich wundern, wie lange du es aushältst, ohne wieder einzuatmen. Wenn du dann irgendwann wieder einatmen musst, dann mach das auch. Atme nochmal tief ein und dann bist du bereit für den 3. Schritt. Der 3. Schritt, dafür kannst du dich in eine sitzende Position begeben, ist der wichtigste Schritt. Und zwar kommst du jetzt in diesem Schritt mit deinem Allergen in Kontakt. Das heißt, du nimmst eine kleine Menge an diesem Allergen zu dir. Du selbst weißt dabei aber, wie sicher du diese Aufgabe durchführen kannst. Du kennst dich ganz genau, weißt genau, mit wie viel Allergenen du experimentieren darfst. Es sollte eine ganz kleine, wirklich kleine Menge sein, damit dein Körper besser darauf reagiert. Wenn du nichts spürst, umso besser. Wenn du nur ein bisschen spürst, dann ist das so die ideale Menge, die du verwenden kannst. Als nächstes folgt der Schritt 4, indem du dich einfach hinsetzt und deinen Atem beobachtest. Denn dadurch, dass du deinen Atem beobachtest, bleibst du bewusst, trennst dich von Vorstellungen und Gedanken und kannst von dem Zustand, den du im 3. Schritt hervorgerufen hast, voll zugreifen und deinen Körper damit ermöglichen, wirkungsvoll auf deine Allergene zu reagieren. Dann bist du auch schon fertig mit den ganzen Schritten, mit den 4 Schritten, für diesen Tag zumindest, denn ich empfehle dir, die ganzen Schritte jeweils täglich zu machen, eine Woche durch, 6 Tage in der Woche. Am 7. Tag machst du eine Pause und startest dann in die neue Woche mit einer erhöhteren Dosis. Du bist individuell, das heißt, du brauchst auch deine eigene Vorgehensweise, wie du mit den 4 Schritten umgehst, sodass du dir selber einen kleinen Plan machst, wie du die Aufgabe durchführst. Die Empfehlung, die ich gebe, an die kannst du dich halten, aber letztendlich brauchst du immer so ein bisschen Feingefühl, musst ein bisschen spüren, wie du selbst mit der Übung klarkommst. Jetzt möchte ich nochmal darauf eingehen, wieso diese Übung so effektiv ist und auch Transparenz schaffen. Ich habe nichts neu erfunden, ich habe mich nur dem bedient, was es schon gibt. Und zwar sind diese 4 Schritte resultierend aus 2 Methoden. Und zwar die erste ist die Sensibilisierungstherapie, die man ja auch kennt aus Krankenhäusern oder von Ärzten. Problematisch ist nur, dass diese Sensibilisierungstherapien oftmals tatsächlich auch gar nicht funktionieren. Woran liegt das? Dir ist es bestimmt auch schon mal aufgefallen, dass du an manchen Tagen vielleicht sogar mit Allergenen in Kontakt treten kannst, ohne dass wirklich was passiert. Oder vielleicht auch nur über einen ganz kleinen Zeitraum ist es dir vielleicht gar nicht mehr bewusst, dass du überhaupt die Allergie hast. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Anfälligkeit für deine Allergene abhängig ist von 2 Faktoren. Und diese 2 Faktoren sind einmal der energetische körperliche Zustand und einmal das Bewusstsein im Augenblick, in dem du mit den Allergenen in Kontakt trittst. Das heißt, einfach gesagt, wenn du gut drauf bist, wenn du dich wohlfühlst und wenn du wach bist oder aufmerksam, dann ist die Chance, dass du tatsächlich an diesen Allergenen Schaden nimmst, viel geringer. Und teilweise werden die sogar einfach weggesteckt, ohne dass man es großartig merkt. Auf Basis dieser Grundlage ist es also wichtig, das Sensibilisieren oder die Sensibilisierungstherapie dann zu machen, wenn man aufmerksam ist, wenn man mit seinem Willen
wirklich bewusst arbeitet, das heißt, okay, die Entscheidung ist getroffen, ich möchte mich von diesen Allergenen lösen. Oftmals sind Sensibilisierungstherapien dann gescheitert, weil der Patient vielleicht gar keinen richtigen Willen hat, das durchzuziehen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. So. Aus diesem Grund gibt es die zweite Übung, die ich damit kombiniere, mit einer Sensibilisierung. Und zwar ist das die Wim Hof Methode. Die Wim Hof Methode ist jetzt mittlerweile schon über YouTube komplett bekannt. Man kann die googeln. Ich habe die ganze Sache nicht erfunden, sondern ich habe mich da der Methode bedient von einem Herrn Wim Hof, der zahlreiche Weltrekorde aufgestellt hat, auf Basis seines Trainings mit Kälte und mit der Atmung. Wim Hof ist es gelungen, aufgrund dieses Trainings sich den willentlichen Zugang zum Nervensystem zu erschließen. Das heißt, er kann darauf zugreifen, wann immer er möchte. Und damit sogar Einfluss auf die Körperchemie nehmen. Und das ist jetzt der Schlüsselpunkt, mit dem diese vier Schritte effektiv gemacht werden. Und zwar, nachdem wir die Wim Hof Methode durchführen, und ich verweise da nochmal drauf, sich gerne nochmal zu informieren, um diese Übung auch möglichst effektiv zu machen, setzen wir unser erhöhtes Potenzial frei und sind in der Lage, tiefer in unsere Körperchemie Eingriff zu nehmen. Und dabei müssen wir die ganze Methode nicht mal mehr Jahre oder Wochen durchführen. Das reicht, wenn wir die einmal durchführen und dann nach den 2 Minuten, in denen wir uns sensibilisieren, dann voll davon profitieren, dass wir auf einen erhöhten Bewusstseinszustand zugreifen. Meine Erfahrungen in der Sache sind folgende. Käse und Milch konnte ich überhaupt nicht essen. Ich habe eine Milchallergie, ich habe eine Fischallergie und eine Nussallergie. Und Fisch war so stark, dass ich damals sogar kurz vorm anaphylaktischen Schock stand und nicht in der Lage war, Fisch zu essen. Reibetests in Kliniken haben schon extrem starke allergische Reaktionen verursacht. Warum sage ich das? Weil ich auf Basis dieser Wim Hof Methode jetzt tatsächlich sogar in der Lage bin, willentlich, das heißt, ich muss mich schon darauf vorbereiten, Fisch zu essen. Das heißt, ich kann ihn komplett zu mir nehmen, ohne dass irgendein Effekt entsteht. Ich habe keine Schwellungen oder so, überhaupt nichts. Und das hat sogar mich verwundert. Deshalb lade ich dich ein, mit der Methode zu experimentieren und zu schauen, wie es für dich funktioniert. Kommen wir auch schon zum Ende des Videos. Wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da oder teile das Video auch an Menschen, von denen du denkst, okay, die haben eine Allergie, vielleicht hilft denen das Ganze. Dieses Video ist ein kleiner Ausschnitt von der Arbeit, die ich wirklich mache, täglich. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, dann tausch dich gerne mit mir darüber aus oder sicher dir jetzt schon ein kostenfreies Telefoncoaching, wo wir auf deinen Alltag gucken, gemeinsam und schauen, ob wir nicht noch mehr Ehrlichkeit reinbringen kann, Ehrlichkeit zu dir selbst, zu deinem Umfeld und damit den Initialfunken zu setzen, jede Krankheit auszuheilen. Ich bedanke mich für das Video, wir sehen uns demnächst. Ciao.